Was sind hypnotische Phänomene? Hypnotische Phänomene beziehen sich auf die Arten von Reaktionen, die typischerweise mit Hypnose erzeugt werden können. Die meisten hypnotischen Phänomene können in der Hypnotherapie angewendet werden, um eine therapeutische Veränderung zu beschleunigen und zu vereinfachen. Natürlich machen auch Showhypnotiseure Gebrauch von diesen Phänomenen, um den Zuschauern einfach zu zeigen, was alles so möglich ist unter Hypnose. Ich werde euch nun einen kurzen Überblick darüber verschaffen und ein bisschen näher auf die einzelnen Punkte eingehen. Katalepsie. Unter Katalepsie, auch Gliederstarre oder Starrsucht genannt, versteht man das anhaltende Verharren in einer bestimmten Körperhaltung. Ich zeige euch mal einen kurzen Clip von mir, wie ich Gebrauch von diesem Phänomen mache, um euch das besser zu veranschaulichen. Und ich will, dass du deine Hand so gerade machst und stell dir langsam vor, während du deinen ganzen Arm anspannst, wie dein Arm Stahl, wie Stein wird, und erlaub dir, dich auf einen und nur einen Punkt zu konzentrieren, während du deinen ganzen Arm so fest wie Stahl machst, okay? Und mach es jetzt so fest, dass ich das nicht biegen kann, auch wenn ich das wollen würde. Mach es richtig fest. Oh mein Gott, trainierst du? Stark. Komm mit. Okay, Nicole, jetzt gib dir noch mehr Mühe, während du dich anspannst, okay? Während du dich anspannst, versuche, deinen Arm selbst zu biegen, und du merkst, es wird immer schwerer und schwerer, deinen Arm zu biegen. Fast schon unmöglich. Versuchst du wirklich alles, um deinen Arm zu biegen? Ist merkwürdig, ja, oder? Versuchst du wirklich alles? Sei ehrlich, es ist nichts biegbar. Schau mich an, mach mal. Jetzt kannst du den Arm biegen. Ah, interessant. Weißt du, das war eine interessante Reaktion. Wie beschreibst du das Gefühl, was du gerade hattest? Komisch. Komisch? Ja, irgendwie. Schau, ich hab dir ja gesagt, du hast mir gerade dieselbe Münze gegeben. Das wird dein neuer Talisman. Reib das mal in deine Hand, dieses Selbstgefühl. Ah, merkst du es? Schau dir an. Katalepsie kann man relativ leicht hervorrufen. In der Zukunft werde ich euch auch zeigen, wie ihr ganz einfach Leute hypnotisieren könnt und wie ihr Gebrauch von diesem Phänomen machen könnt. Amnesie. Amnesie ist die Bezeichnung für einen Erinnerungsverlust bzw. eine Gedächtnislücke. Typische Beispiele für eine Amnesie wären das Vergessenlassen des Namens oder einer bestimmten Zahl. Die hypnotisierte Person würde sich dann nicht mehr an seinen eigenen Namen erinnern oder eine bestimmte Zahl vergessen. Laut meiner Erfahrung ist es weniger so, dass die Person wirklich den Namen oder die Zahl vergisst, sondern die Person verhält sich so, als ob sie es vergessen hätte. Manchmal werden euch die Personen nach der Hypnosesitzung mitteilen, dass sie nicht wirklich ihren Namen vergessen hatten, sondern sie waren nicht in der Lage, ihren Namen auszusprechen. Analgesie. Unter Analgesie versteht man in der Medizin das Ausschalten von Schmerzen. In der Hypnotherapie werden die Begriffe Analgesie und Anästhesie meistens synonym verwendet. Aber das ist nicht ganz korrekt. Bei einer Anästhesie wird jegliche Empfindung ausgeschaltet. Bei einer Analgesie hingegen bleibt zumeist die Berührungsempfindlichkeit ganz oder teilweise erhalten. Lediglich die Reizinterpretation von Berührung in Schmerz wird gehemmt bzw. unterbunden. Die bekannteste Anwendung mittels einer hypnotischen Analgesie ist wohl die Zahnbehandlung unter Hypnose. Mittlerweile gibt es doch relativ viele Zahnärzte, die auch Gebrauch von Hypnose machen. Idiomotorische Bewegung. Dabei handelt es sich um Signale, welche vom Unterbewusstsein direkt an das motorische Nervensystem geschickt werden. Ein typisches Beispiel wäre dafür die Armlevitation. Ich zeige euch mal einen kurzen Clip von mir, damit ich euch das besser veranschaulichen kann. Und umso mehr du dich versuchst, dagegen zu wehren, umso schneller wird es. Noch dreimal, noch viermal, noch fünfmal so schnell, bis in den Himmel. Ganz genau. Und in dem Moment, wenn du im Himmel sitzt, werde ich gleich Schlaf sagen und du gehst noch tiefer in diesen Zustand. Weiter und weiter und bis in den Himmel. Weiter und weiter und weiter. Und weiter. Perfekt. Schlaf. Tiefer und tiefer und tiefer in diesem Zustand. Perfekt. Und gleich werde ich dich bitten. Die Armlevitation ist relativ leicht zu produzieren. Hierbei wird ohne bewussten Aufwand ein Arm hochgehoben. Halluzination. Halluzinationen sind Sinnestäuschungen. Und man unterscheidet zwischen positiven und negativen Halluzinationen. Eine positive Halluzination bedeutet, dass der Hypnotisant etwas wahrnimmt, was in Wirklichkeit nicht da ist.
Eine negative Halluzination bedeutet, dass der Hypnotisant etwas nicht wahrnimmt, was in Wirklichkeit da ist. Laut meiner Erfahrung sind Halluzinationen im Vergleich zu den anderen hypnotischen Phänomenen ein bisschen schwieriger hervorzurufen. Und hierbei kommt es auch mehr auf die einzelne Person an. Posthypnotische Suggestion. Posthypnotische Suggestionen sind Suggestionen, die auch nach der Hypnosesitzung ihre Wirkung behalten. Nehmen wir an, jemand möchte aufhören mit dem Rauchen. Dann könnte man dem Probanden unter Hypnose eine Suggestion geben, dass jedes Mal, wenn die Person sich eine Zigarette in den Mund steckt, diese Zigarette nach Erbrochenem schmecken würde. Die Person würde dann auch nach der Hypnosesitzung jedes Mal den Geschmack von Erbrochenem im Mund haben, wenn er oder sie sich eine Zigarette in den Mund steckt. Das war jetzt nur ein kleines Beispiel für posthypnotische Suggestion. Ihr könnt aber posthypnotische Suggestion auf die verschiedensten Art und Weisen einsetzen. Dieses Video sollte euch einen kurzen Überblick über hypnotische Phänomene verschaffen. Es gibt noch mehr, ich habe mich aber auf das Wesentliche konzentriert. Denn ich möchte euch auch in der Zukunft zeigen, wie ihr Gebrauch von diesen Phänomenen machen könnt und wie ihr Leute zum Beispiel unter Katalepsie versetzt. Ich hoffe, das Video war lehrreich für euch. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert meinen Channel und schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. I'm out! Ich habe ein paar neue Herausforderungen für mich. Und eine Herausforderung ist es, den Rubik's Cube unter einer Minute zu lösen. Das wird einer meiner nächsten Videos werden. Also, I'm out!